Hallo Paul Ziemiak, herzlich willkommen auf dem Dorfpost Grill, dem schärfsten und härtesten Investigativmagazin von Vosswinkel. Danke für die Einladung. Toll, dass das geklappt hat. Das Wetter könnte besser sein, aber wir werden es uns schon gemütlich machen. Sommerland, ist gut. Herr Ziemiak, wenn Journalisten Politiker reinlegen wollen, dann fragen sie normalerweise nach aktuellen Kartoffelpreisen oder Butterpreisen oder sowas. Ja. Jetzt mal Hand aufs Herz. Haben Sie heute Morgen schon die aktuellen Preise studiert? Nee, habe ich nicht. Ich kann auch nur das sagen, was ich auch einkaufe. Das glaube ich, kann ich ganz gut. Beginnt bei der Butter, Milch und eine Kiste Bier. Das kann ich. Darüber kann ich Auskunft geben. Sehr zuverlässig, muss ich sagen. Okay, ja. Beim Bier haben Sie irgendwas. Also auch richtige Preise, also nicht nur zwei Wertmarken, sondern auch was eine Kiste Fatings kostet. Okay. Sie sind ja im polnischen Stettin aufgewachsen. Beziehungsweise geboren, muss man eigentlich sagen. Ist Ihre Herkunft eigentlich irgendetwas, was Ihnen im politischen Alltag eher nutzt oder eher schadet? Ich habe den Eindruck, dass Sie manchmal auch ein bisschen damit kokettieren. Was heißt kokettieren? Kokettieren, dass Sie das immer sehr in den Vordergrund stellen oder manchmal und sagen, ich komme aus Polen und so weiter. Das ist ja etwas, was Sie zu einem besonderen Politiker macht. Ne? Ja, das sind jetzt auch besondere Zeiten. Der Bundestag hat mich ja zum Vorsitzenden der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe gewählt. Und wir sehen gerade, was in der Ukraine passiert. Deswegen bin ich auch häufiger im Fernsehen zu Gast, gerade zu diesem Thema. Und ich habe das früher nicht so getan. Jetzt sage ich das durchaus häufiger. Mir hat mal ein Mädchen gesagt, hier aus einer Schule, die mich besucht haben, die auch nicht in Deutschland geboren wurde, sagen Sie das doch mal häufiger, weil wir wissen gar nicht, dass es auch Politiker gibt, die hier als Kinder nach Deutschland kamen, die hier die deutsche Sprache gelernt haben. Das ist eigentlich ganz gut zu wissen, dass das alles möglich ist und deswegen sage ich das hier und da mal. Meinen Sie, das macht anderen auch Mut in der Karriere? Ja, glaube ich schon, wenn Sie jemanden haben, mit dem Sie sich identifizieren können, insofern, dass Sie sagen, guck mal, der hat dieses oder jenes Amt, der ist der Abgeordnete im Deutschen Bundestag und der hat auch erst Deutsch hier gelernt und seine Eltern konnten kein Deutsch, als sie das erste Mal vielleicht mit ihm in den Kindergarten oder in die Schule gegangen sind, dann ist das, glaube ich, etwas, was Mut machen kann. Okay. Und Sie haben ja wirklich eigentlich auch für Ihr junges Alter, wie alt sind Sie? 37. 37. Dann haben Sie ja eine beeindruckende Karriere auch hingelegt. Ne? Sie waren 4 Jahre Generalsekretär unter Frau Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet. Und Armin Laschet, das war eher eine... Und Kanzlerin Angela Merkel. Und Kanzlerin Angela. Es ist schon, so schnell vergeht die Zeit. Und jetzt sind Sie wieder Generalsekretär unter Henrik Wüst. Genau. Was liegt Ihnen eigentlich mehr? Generäle befehlen ja mehr und Sekretäre... Ja. Bedienen ja eigentlich mehr. Ja. Ist da so beides in beides, drin? Beides. Man muss beides können. Man muss ja auch den Kopf dann am Ende hinhalten. Und gleichzeitig ist man oberster Diener der Partei. Und beides muss man können. Beides, ehrlicherweise, macht auch Spaß. Mhm. Aber Sie sind schon so ein bisschen der Ausputzer für den Vorsitzenden oder die Vorsitzende. Tatortreiniger. Ich mach am Ende alles. Ich mach am Ende alles sauber. Es bleiben keine Spuren zurück. Da gibt es eine coole Serie. Kennen Sie die? Ja, ich kenne die. Ich habe sie aber selber nicht geguckt. Aber so ähnlich muss man sich das vorstellen. Das ist eine wunderbare Einschlafhilfe. Schauen Sie sich mal eine Talkshow mit mir an, da kommen Sie auch gut in Schlaf. Weil die so aufregend sind? Weil die manchmal sind ja die Themen, wiederholen sich und Ja, wenn ich es richtig sehe, ich habe ein bisschen Ihre Vita studiert natürlich, haben Sie ja in Ihrem Leben eigentlich alles auf die Karte Politik gesetzt. War das immer schon klar, dass Sie in diese Richtung wollten? Na, in meinem Leben habe ich vor allem auf andere Sachen Wert gelegt als auf Politik. Sie meinen beruflich wahrscheinlich. Ja, genau. Also in meinem Leben spielt Familie eine ganz große Rolle. So wie wahrscheinlich für alle, die Familie haben und Kinder haben. Aber tatsächlich in der Politik macht es mir unheimlich Spaß. Und das ist etwas, wenn man es einmal macht und man merkt, man kann etwas bewegen, man kann etwas gestalten. Ich finde das total faszinierend und nicht dieses ja nur meckern und pessimistisch sein, sondern an etwas glauben, etwas verändern können. Mir gibt das unheimlich viel Motivation, wenn Menschen mich ansprechen und mir ihre Sorgen erzählen, ob es jetzt hier im Sauerland ist oder anderswo, wo ich unterwegs bin, dass ich es auch verändern kann. Mhm. Und ja, das macht Spaß. Würden Sie sagen, Sie sind ein Idealist? Was? Ja, ich
ich sage das also, nehme das nicht nur für mich in Anspruch, sondern für ganz, ganz viele, die in der Politik sind, übrigens egal in welcher Partei oder fast egal in welcher Partei. Ja, denn manchmal streiten wir uns ja im Klein-Klein, Steuersatz rauf, Steuersatz runter, okay, das ist, wie ändern wir irgendwie Tempolimit, ja oder nein, das sind jetzt keine wirklich die großen Themen in der Frage, sind da Ideale hinter, die groß einbewegen, aber die Frage, wie leben meine Kinder in Zukunft, wie leben übrigens Kinder in anderen Ländern in Zukunft, das ist etwas, was mich sehr antreibt und sehr bewegt. Ich war das erste Mal mit 18 Jahren im Libanon, habe da mit anderen Jugendlichen so ein Camp gemacht für behinderte Kinder im Libanon. Waren das die Malteser? Ja, genau. Karawane? Damals gab es die Karawane noch nicht, aber das war mit den Maltesern im Libanon. Das hat mich sehr berührt und da habe ich gesehen, wie wachsen Kinder auf im Libanon und in Deutschland. Der Unterschied sind die Rahmenbedingungen, Politik, die gemacht wird. Und das treibt mich schon sehr an. Deswegen bin ich auch im Entwicklungshilfeausschuss. Das wollte ich gerade fragen. Sie, wo sind eigentlich Ihre politischen Schwerpunkte? Sie sind natürlich als Abgeordneter im Märkischen Kreis unterwegs. Genau. Ne? Das ist klar. Das ist das ja vielleicht eine der wichtigsten Aufgaben, die ein Abgeordneter hat. Genau. Aber darüber hinaus im Bundestag, wo sind da Ihre Schwerpunkte? Genau. Also erstens mein Wahlkreis im Märkischen Kreis. Ich bin hier direkt gewählter Abgeordneter. Dann bin ich der Vorsitzende der CDU in Südwestfalen, also in unserer Region für Sauerland, zuständig unter anderem. Bin der Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen bei Hendrik Wüst. Und im Deutschen Bundestag inhaltlich ist Außenpolitik, ist Entwicklungshilfepolitik, wirtschaftliche Zusammenarbeit das, was mich antreibt, was mir schon immer Spaß gemacht hat. Mhm. Das liegt vielleicht oder hat auch etwas mit meiner Herkunft zu tun. Bin zweisprachig aufgewachsen. Ich bin immer schon viel gereist, habe mich immer interessiert dafür, nicht nur wie die Welt bei uns aussieht, sondern eben wie die Welt woanders aussieht. Und das finde ich faszinierend. Wenn wir mal überlegen, wir gucken in eine Glaskugel, wir beide jetzt heute, und sagen, okay, wenn wir uns in 10 Jahren hier in Vosswinkel wieder treffen würden, oder besser gesagt, wenn ich Sie in Berlin besuchen müsste mit der Dorfpostredaktion, wo würde ich Sie dann am ehesten antreffen, wenn es nach Ihnen ginge? Sag ich mal 3 Straßennamen. Bin ich aber gespannt, ja. Werdischer Markt. Der ist bekannt. Das ist das Auswärtige Amt. Richtig. Ja. Scharnhorststraße? Würde ich sagen, wahrscheinlich. Oder? Aber jetzt sagen wir mal die anderen. Die dritte ist die Willy-Brandt-Straße. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist das Bundeskanzleramt. Genau. Wo soll ich klingeln? das schauen wir mal. Ich kann es Ihnen noch nicht sagen. Aber im Vosswinkel werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen, hoffentlich mit den Kindern. Das hoffe ich sehr. Sie bekommen gerade Ihr drittes Kind, ne? Ja. So Gott will, in einigen Wochen. Sind Sie aufgeregt? Nicht mehr so wie beim ersten Mal. Ich glaube, beim zweiten ist man schon ruhiger. Ist Ihre Frau aufgeregt? Ja, und ich würde auch sagen, nicht so wie beim ersten Mal. Also ich finde, das erste Mal, das ist das letzte große Abenteuer der Menschheit, Kinder zu bekommen in dieser modernen Welt. Ich finde, es ist einfach ein wirklich unglaubliches Erlebnis. Aber toll, man ist natürlich, ich finde es fantastisch und es erweitert so das Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und jetzt freuen wir uns einfach auf unser drittes, ist für unsere Kinder auch schon aufregend, weil die es schon verstehen. Unsere Tochter ist 3, unser Sohn ist 5 und insofern wird die Familie ein Stück größer. Mhm. Wissen Sie schon, ob es Junge oder Mädchen wird? Sie könnten jetzt hier exklusiv in der Dorfpost... Und selbst wenn ich es wüsste, ist das unser kleines Geheimnis. Ich hatte heute Morgen übrigens Franz Müntefering hier. Ja, toller Mann. Toller Mann, genau. Und auch, hat auch sehr privat gesprochen. Es war hochinteressant und auch sehr berührend. Und der hat unter anderem über die Rolle der CDU, die er auch sehr wertschätzt, gesagt, dass eben dieses Wertegerüst wegbricht. Ne? Durch die fehlende Gläubigkeit der Menschen gibt es auch keine Autoritäten mehr, die den Menschen, den Katholiken oder den Protestanten sagt, pass auf, wählt eine christliche Politik. Und damit wird die CDU ja umgehen müssen. Ne? Das ist so, die Autoritäten schwinden in unserer Gesellschaft, aber wir sehen das ja nicht nur bei der Kirche, die Austrittszahlen in der Kirche, wir sehen das auch bei Gewerkschaften, die Bereitschaft von Menschen, auch Jüngeren, sich langfristig zu binden, Verantwortung zu übernehmen, geht zurück.
es wird alles viel schnelllebiger. Aber es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, so sehr darüber zu meckern, sondern die Menschen davon zu überzeugen, mit klarem, auf einem klaren Fundament Politik zu machen. Wir sind ja als CDU, das muss man dazu sagen, weil manche das verwechseln, wir sind keine religiöse Partei. Wir sind eine Partei, die ein Leitmotiv hat, und das ist das christliche Menschenbild. In dem Gründungsaufruf das erste Mal heißt, es soll eine neue politische Kraft entstehen zwischen von Katholiken und Protestanten, deren einziges Grundgesetz es ist, die Würde eines jeden Menschen zu achten. Und ich finde, diese Botschaft ist unglaublich stark und heute aktueller denn je. Ich mache das aus Überzeugung, nicht weil ich dazu aufgerufen werde. Okay. Also es geht eigentlich darum, die Werte neu zu interpretieren, ne? Ich glaube, diese Werte sind ziemlich universell, den Menschen in den Mittelpunkt der Politik zu stellen. Sind auch humanistische Werte übrigens, ne? Gar nicht unbedingt absolut, immer nur christliche. Aber Werte. Der Unterschied ist, wir sehen keinen, ich kämpfe nicht für einen, ich habe nicht einen kollektivistischen Ansatz, Politik zu machen. Ich sehe nicht die Gesellschaft, wie sie sein sollte, sondern ich überlege mir, wie muss Gesellschaft funktionieren, damit sie dem Einzelnen dient. Okay. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, auch der Unterschied zu Sozialisten und zu Kommunisten, die ein Ziel haben als Kollektiv und sagen, wenn wir jetzt den Menschen nur so ein bisschen in die richtige Richtung bringen, dann wird es für alle besser sein. Bis dahin müssen aber noch die Gegner bekämpft werden. Das sehe ich nicht so. Wenn der Mensch ist, wie er ist und so wie er ist, nehmen wir ihn an. Und das ist etwas, finde ich, ganz Wunderbares, dass diese Würde nicht diskutiert wird. Ist interessant, was Sie da sagen, denn wann ist denn die Würde eines Menschen ganz besonders schutzbedürftig? Wenn es schwach ist, nämlich ganz am Anfang des Lebens und ganz am Ende des Lebens. Genau, genau so ist es. Und tatsächlich ist es aber ganz oft genau umgekehrt. Es wird am Anfang nicht besonders geschützt und es wird auch am Ende nicht besonders geschützt. Oder nicht so, wie man es eigentlich erwarten könnte von einer fortschrittlichen Gesellschaft. Genau so ist es. Und das ist ein, finde ich, ein starkes Motiv, gute Politik zu machen. Oder Politik in diesem Sinne zu machen. Das was Sie antreibt, kann man das sagen. So, was mich jetzt antreibt, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen, sind wieder hier vor der schönen Kirche. Sie waren ja immer so auf Augenhöhe mit Lars Klingbeil, der übrigens auch schon hier saß. Jetzt ist er ja vorgemuckt, so ein bisschen, ne? Hat einen hohen Preis dafür bezahlt mit Frau Esken, aber wie wollen Sie sie bei Heinz heimzahlen? Ich glaube, das Schönste zwischen Lars Klingbeil und mir ist, wir haben noch eine andere Konkurrenz als CDU und SPD. Wir gehen gerne zum Fußball, aber eben er ist ein Roter, nicht nur in der Politik, sondern eben auch beim FC Bayern. Und ich bin Dortmunder, schwarz-gelber. Okay. Okay. Und wenn ich mir etwas wünschen würde, wäre mit Lars Klingbeil noch einmal zusammen Champions League wie 2013, Bayern gegen Dortmund. Und Dortmund gewinnt und ich sitze neben Lars Klingbeil, das wäre eine große Genugtuung. Okay, ich drücke in die Daumen. Ja, unbedingt, unbedingt. So, Sie wissen ja aus den zahlreichen bisherigen Dorfpost-Grill-Interviewen, am Ende gibt es immer eine Challenge, die kennen Sie auch vorher nicht, klar. Ja. Und bei Ihnen haben wir uns was besonders Fieses ausgedacht, weil Sie so eloquent sind. Und zwar ist das eine Übung aus dem Improvisationstheater. Wir haben hier einmal... Improvisieren müssen wir mal viel. Ja, genau, als Politiker. Wir haben hier einmal einen Umschlag mit ganz vielen Orten drin. Wir haben hier einmal einen Umschlag mit ganz vielen Sätzen drin. Und wir haben einen Umschlag mit ganz vielen verschiedenen Stimmungen drin. Und Sie dürfen jetzt aus jedem Umschlag ein Zettelchen ziehen und müssen dann daraus eine kleine Performance abliefern. Ja? Bin gespannt. Das können Sie gerne in die Kamera halten, damit keiner denkt, wir hätten geschummelt. Der Aufsichtsbeamte hat sich vom ordnungsgemäßen Zustand... Also, das ist jetzt der Ort, ja? Das ist der Ort. Auf dem Kölner Karneval. Okay. Ja, oh, das passt ja zur Zeit. Dann haben wir hier Sauerland. Dann haben wir hier die Stimmung. Ja. Ja. Haben Sie eins? Haben wir da? Ja, was habe ich da? Oh, das kann ich gut. Feucht-fröhlich steht da drauf. Aha. So, okay. Ja, auf dem Kölner Karneval feucht-fröhlich. Ja, das passt auf jeden Fall schon mal zusammen. Das ist schließt sich nicht aus. Ja. Manchmal gibt es auch feucht-fröhlich auf dem Friedhof und so. Das ist dann ja, nicht so einfach. So, und jetzt noch einen Satz. Und jetzt noch einen Satz. Und dann Satz. Manege frei, Paul Ziemiak im Improvisationstheater. Ich halte das hier mal in die Kamera. Ich lese es gleich vor. Ich
kann es noch nicht spiegelverkehrt. Ah. Nee, so richtig lesbar ist es noch nicht. Ich lese es einfach mal vor. Wenn eine Glatze Voraussetzung ist für das Amt des Bundeskanzlers, strecke ich auch davor nicht zurück. Jetzt muss ich das alles verbinden, ja? Liebe JäckInnen, denn so ist es, ja, denn so ist es heute auf Erden, auch im Karneval muss gegendert werden. Wenn eine Glatze Voraussetzung für das Amt des Bundeskanzlers ist, strecke ich auch davor nicht zurück. Und so rufe ich als Kölscher Jeck ganz brav, danke fürs Mitnehmen und Kölle Alaf. Hey, wow, das war echt spontan, ne? Wahnsinn. Paul Ziemiak, wir sind am Ende. Vielen Dank, dass Sie da waren heute. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Unbedingt. Wenn nicht in Vosswinkel, dann komme ich in 10 Jahren nach Berlin und wir gucken mal, an welcher Adresse wir Sie antreffen können. Wir schauen mal. Herzliche Einladung. Und danke. Ciao, ciao. Tschüss.